erklärt. Und wir sind so gut wie bereit. Die Kommentatoren auf dem englischen Stream sind dran. Das ist für mich immer das Zeichen, dass es gleich losgeht. Und wir starten in die erste Map. Team Envias gegen Fantasports hier auf Cobblestone. Gebt noch mal ein bisschen Gas im Chat. Denn wir haben hier einen deutschen Jungen mit dabei und das ist Crystal. Und APK legt erstmal los. Ein Kill gemacht, aber Sunny mit dem Refrag happy, kann ihn ausschalten und Sixer hält das Fenster sauber. Stream hilft ihm aus. Zähne ist jetzt nur noch alleine und wird von Happy überfahren. Die Pistol Round geht also an Envias. Fantasports hat hier aber instant das Gaspedal gefunden. Und Envy geht auf viermal, vielleicht fünfmal, ja, fünfmal UMP. Während wir bei Fantasports den Force-Buy erkennen können. So, ich sehe gerade, dass mein Bild etwas verschoben ist. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt so schnell hinbekomme. Ah, es müsste irgendwie hier gehen. Das war's nicht. Okay. Aber warum ist das Bild denn jetzt wieder verschoben? Nee, wenn ich das jetzt mache... Obwohl... Warum ist das Bild denn verschoben? Ich werde den Cleanfeed gleich neu starten nach der Runde. Ist aktuell jetzt noch nicht ganz so dramatisch. Kleiner Seitengangaufbau von Fantasports. Das ist das Problem an Hotkeys manchmal. Sixer hat die Info bekommen, dass da was ist. Er hat es alleine gedeckt. Und da ist es, wie gesagt, immer besser, sich zurückzuziehen. Weil so ein Refrag die T-Seite doch ordentlich nach vorne bringen kann. Jetzt konzentrieren sie sich auf die Rampedeckung. Man vermutet also den A-Split. Da könnte sich Penta auch noch hin aufbauen, die jetzt die Mitte so ein bisschen... So, ich habe es nicht über den Browser offen. Das ist was anderes. Also ich sehe das Verschobene selbst. So, das könnte bedeuten, dass Penta jetzt... Es geht komplett über den Seitengang vor. Six hat sich gut zurückgezogen. Einen Frag gemacht, viel Deckung gefunden. 10 hat jetzt das Problem, dass man mit jemand anderem fighten muss. Dadurch kann Sixer den zweiten und den dritten Kill noch machen. Innocent kann sich mit der Deagle nochmal zur Wehr setzen. Auch Sunny findet noch einen Kill. Der macht noch einen zweiten und dritten. Jetzt das 1 gegen 1 und der Headshot von Sunny. Was eine Runde für Fantasports. Sunny im Deagle-Eskalationsmodus zum 1 zu 1. So, und jetzt ganz schnell den Cleanfeed neu starten. Ihr verpasst nichts. Wie gesagt, dauert nicht lange und dann sollte das Bild auch wieder gerade sein. Boah, das war halt echt sick von Sunny. So, und das sieht viel, viel besser aus. So, jetzt haben wir es wieder. Da nochmal das Replay. Da bin ich wieder perfekt rein. Boah, dieser letzte Shot gegen Sixer. Holy moly. Hier wird direkt scharf geschossen. So, und wieder gibt es den Seitengangaufbau. Diesmal ein bisschen Titanic-Kontrolle von Team Envias, weil Scream da mit seiner CZ reinschaut. Und Scream will jetzt sogar Sixer vorflashen. Ich nehme an, sie warten, bis die Smoke weg ist. Und keiner von Pentasport steht da auf Anti-Flash bereit. Jetzt, wenn die Flash gut passt. Boah, die sind fast alle blind. Nur nicht HS, der ganz vorne steht. Und jetzt muss er gegen Scream hier noch aufpassen. Der kann ihn refragen, aber da geht man vor. Schönes Pre-Fire von Crystal. Wechselt auf die CZ und Kill Nummer 2 kommt von 10. Gut zusammengearbeitet. 3 Frags insgesamt jetzt gemacht, weil auch APK da noch mit reingelaufen ist. Und sie haben auch die Titanic-Kontrolle. Sunny hat hier noch gut gegengearbeitet. So, und dann einfach umgestellt. Die Bombe rotiert jetzt auch etwas verzögert Richtung B. Da wartet noch XMS. Boah, will der auch ein Deagle-Play raushauen? Innocent schon mal rausgenommen. Crystal ist low HP. Auch der kassiert einen Headshot. XMS hat Bock. Da ist der dritte. Was geht denn hier gerade ab? 10 muss es retten. Kommt hier gut nach vorne. Schnappt sich XMS und jetzt ist nur Happy. Aber Happy ist so ein kleiner Klatschmeister. 10 wirft erstmal einen Blick zurück. Geht jetzt langsam nach hinten. Will der echt nochmal den Spot wechseln? Aber reicht das von der Zeit? So, die Flash kommt nochmal. Und er muss jetzt die Beine in die Hand nehmen. Der kann nicht mehr langsam machen. Sonst wird es zu eng. Und Happy hat das hier vielleicht... jetzt auf dem Schirm, weil nach der Flash kein Druck mehr kommt und deswegen kann Happy früh verschieben. Das könnte hier ein direktes Duell werden. Zur Sicherheit nochmal die Smoke geworfen, aber Happy könnte... Oh, er verwirft die Smoke. Nicht gut gespielt von 10. Großer Fehler, aber er legt zumindest nochmal safe in der Ecke die Bombe. Happy geht jetzt nach vorne. Kann 10 es nochmal retten. Er sieht das Köpfchen. Bisschen spät reagiert. Happy gibt ihm guten Hit, sodass ein guter Deagle-Treffer reichen könnte, um die Runde zu holen. Und der Schatten, der macht's für 10 fast auf. Er schießt Happy auf 19. Nochmal der Schatten und Happy, er verpeilt es. Hat den Schatten nicht auf dem Schirm und so verliert er die Runde.
Es ist die Folgerunde für Pentasports, aber was sind denn hier gerade für Deagle-Klicks am Start? Taschenpanzer habe ich da gerade im Chat gelesen und anders kann man diese Waffe nicht bezeichnen. Das ist einfach nur extrem krass. Und XMS von, was sucht er in diesem Team zu, was drückt er denn hier bitte um, hat es ungefähr 2 Matches gebraucht. Richtig insane, was der hier raushaut. Aber jetzt muss auch mal eine Eco her. Natürlich darf man XMS da nochmal die Deagle in die Hand geben. Die hat er sich nach diesem Triple Kill deutlich verdient. So, und das sollte jetzt trotzdem mal eine Runde für Pentasports werden, in der sie wenig Schaden kassieren. Das hätte schon in der letzten passieren müssen. Aber XMS ist passiert. Und der geht an die Rampe. Sunny, ja, schon aus dem Fenster. Der hat jetzt hier so ein kleines Pole-Dance-Duell mit APK. Ja, und APK, der hat gefühlt 200 HP, umläuft ihn hier auch gut, so dass Sunny dann fällt und es gibt eine Mac-10 in den Händen von APK, aber wie viel kann er damit wirklich machen ohne Kevlar? Wahrscheinlich nicht so viel. Und auf der anderen Seite hat Pentasports gut verschoben, jetzt rechtzeitig den A-Spot eingenommen. AS hat sich Sixer dann direkt schnappen können, der sich am Connector gezeigt hat, bevor die Smoke aufgeht. Crystal hat hier auch einen guten Winkel mit viel Deckung zum Connector-Ausgang und er kann ansagen, ob da was Richtung Balkon durchgeht. Das heißt, viel Info, ein Blick nach hinten. Sie können früh reagieren auf das, was NWS vorhat. Und die stehen hier wirklich auf Exit-Track und zack, da gibt es den nächsten Treffer gegen XMS. Crystal kann auch ansagen, dass er wieder raus ist. Damit weiß Pentasports auch, dass hier wohl nichts anbrennen wird. Das ist Runde Nummer 3 für die deutsche Organisation mit internationalem Lineup. So, wenn man den Coach noch mit dazu nimmt, könnte man schon fast sagen, dass das ein finnisches Lineup ist. Und nichtsdestotrotz, viel Geld konnte Penta jetzt nicht zurücklegen. Einmal nachkaufen ist drin für das Team, wenn sie jetzt verlieren sollten. Team Envias kann jetzt aber kaufen und Sixer wird direkt an die AWP gesetzt. Und auf der anderen Seite sehen wir bei Pentasports noch 5x AK. Vielleicht jetzt in der ersten Waffenrunde explosiv und schnell gespielt. Sixers Schuss findet sein Ziel nicht und das wäre die Möglichkeit für Pentasports in der Mitte mit einer schnellen Flash reinzugehen, aber sie warten noch ab. Ich glaube, sie sind eher darauf fokussiert, am Seitengang was zu machen. Titanic auch schon jemanden vorne. Also kann man auch in der Mitte noch ein bisschen warten und vielleicht erstmal Richtung B arbeiten. Und da sind auch schon Granaten geflogen. Ich vermute eher, dass das auf den A-Spot war. Ja, das sind Connector und Seitengang-Smoke. Screamer eventuell gespottet, dass 10 da unten durch ist. XMS hat nur noch 26 HP und er wird rausgenommen. Auch Scream ist jetzt gefallen. 10 macht seinen Schaden und er kommt vielleicht noch in den Connector rein. Er wartet noch an der Rampe, zieht Happy auf den A-Spot, aber eigentlich geht's ja auf B. Und vielleicht wird Happy direkt sagen, müssen wir nicht mehr versuchen, 2 gegen 4. Lieber die AWP und die M4 durchbringen und in der nächsten Runde dann nochmal angreifen. Mit 2 Waffen kann man eventuell legen. Das ist jetzt ja die 4. Runde in Folge, die man verliert. Das heißt, da könnte man auch ein UMP bei nächste Runde rausholen. Bei NWAs zusammen mit den Waffen, die man jetzt hier saved. Sofern Pentasports nicht noch hinterhergeht und versucht, das abzunehmen. Und sie sind Tatsache auf der Jagd. Die sind on the gear und Happy, der hört die Steps natürlich. Der lebt verdammt gefährlich. Da wäre sogar noch eine Flash für von Innocent da, damit man jemanden das Häuschen da reinflashen kann. Aber sie gehen nicht weiter vor. Vielleicht will auch Penta erstmal eine solide Bank aufbauen. Dann hätte man nämlich immer gute Möglichkeiten, wenn man eine Runde verliert, den Gegner auch wieder direkt zu resetten. So, aber was kommt? Das sieht nach einer Eco aus. So eine Pistol, also Pistol-Kevlar-Teil-Eco. Und da sehen wir die Aktion von 10. Einfach abgeschimmelt. Scream hatte das doch nicht auf dem Schirm. Und APK, einer der sichersten Spieler im Lineup von Team Envias, der verschießt dann in dem Duell, wo er eigentlich den Vorteil hat. Vielleicht hat ihn der Molotow da auch ein bisschen irritiert. Na gut. Penta spielt natürlich weiter mit AKs. Das Prinzip, was jetzt gut funktioniert. APK
Ja, einmal verschossen, im falschen Moment hinter die Holzsäule gegangen. Das ist natürlich keine Deckung. Da geht durch wie Butter. Und HS. Ja, die bereiten hier wohl gerade den B-Go vor. Penta hat gut mit Fakes in den ersten Runden gearbeitet. Das wird für Team Envias jetzt schwierig zu entscheiden, wann sie rotieren und wann nicht. Die Fakes von Penta sind allerdings gut aufgegangen, weil sie auch viel Schaden an den Fake-Spots gemacht haben. Ja, die Nate kommt zwar nochmal gut an von Happy, aber er bekommt noch einen Molotov ab. Und dann fliegt noch ein zweiter hinter den Stein, dann der Gegenboost. Mal sehen, ob man das auf dem Schirm hat. Der Siegelklick von Scream fliegt rein. Noch ein zweiter Spieler hochgeboostet. Innocent mit dem ersten und dem zweiten HS von oben nochmal mit einem Frag. Jetzt ist Scream down. Und ist die Runde nochmal sicher durchgegangen. Also 5:1. Jetzt kann wieder gekauft werden bei den Franzosen. Gehen sie wieder auf eine AWP bei Sixer. Ich glaube, sie lassen ihn immer mit AWP spielen, wenn er das Geld dafür hat. Ja, ein bisschen länger gewartet, vielleicht die Ansage noch abgewartet. Und weiter geht's. Sunny. Im anderen wird gerade jemand geboostet. 10 auch mit dabei. Und immer wenn sie Titanic ein bisschen gegenarbeiten, okay, da war kein Boost dabei, machen sie in der Mitte erstmal langsam. Happy hat jetzt Titanic ausgeschlossen. Ist ein Mittel, das Team Envias gerne spielt auf Cobblestone. Gehen aber nicht weiter vor. Envias hat jetzt auf jeden Fall die Information, dass an B nichts an der Titanic aufbaut. Das heißt nicht, dass das nicht noch verzögert passieren kann, aber das ist dann erhöhte Konzentration am Seitengang, denn irgendwo muss Pentasports ja anspielen. Die lassen sich jetzt erstaunlich viel Zeit. Vielleicht wollen sie, dass Envias erstmal ein bisschen Granaten rauswirft. Jetzt wird mit Safe Smokes und Flashes hier die Seitengangkontrolle erarbeitet. Da könnte eine kleine Lücke für Scream sein. Wir sehen es nicht perfekt, auch weil es eine Spectator Smoke ist. Aber das ist nur angefeckt und vielleicht hat man durch diesen Turm die Info, dass da eben nichts im Seitengang drin ist. Sunny jetzt schon im Dropper und der geht einfach durch Richtung Generatorraum. Und am Ende läuft es auf so einen klassischen B-Split hin über Dropper und Titanic. Und dann hängt es an XMS. Dass er stark ist, keine Frage. Er macht auch den ersten, aber kann getradet werden. Jetzt Stein- und Säulendeckung können effektiv gegen den Dropper-Spieler sein, aber 10 holt sich Happy. Damit ist APK übrig. 10 hat allerdings nur 13 nach 4 und kann von Screen gebacksteppt werden. Screen holt dann auch noch Crystal Innocent jetzt im 1-on-3 und sein Spray gegen Screen passt nicht, sodass die Runde an das französische Team geht. Envias kommt also noch mal ein bisschen rein, aber die Folgerunde wird die entscheidende sein. Auch interessant, dass sie sich direkt für die Doppel-AWP entscheiden. Eine, die haben halt die eine mitgenommen. Das heißt, kein größeres Investment in dieser Runde. Hätten sie sich wahrscheinlich auch nicht wirklich leisten können. Und man sieht sogar XMS nur mit einer 5-7. Da muss die Doppel-AWP halt jetzt wirklich gut reinholzen. So, und Envy wird kurz aufgepasst, ob es in der Mitte schnell durchgeht. Die haben halt so Schiss, dass Penta das Mittel wirklich früh angeht. Scream hat jetzt gespottet, dass da jemand ist. Und dann wird der Seitengang eigentlich zu heiß. Und Tatsache, gehen sie mit viel Tempo die Rampe hoch. Da kommt gute Gegenflashes, sogar doppelt geflasht. HS hat sich aber gut weggedreht und könnte da dieses Smoke-Duell gewinnen. Aber Scream macht einen Doppelkill, während APK nur abgelenkt hat. 10 kann aber gegensätzlich noch 2 Kills machen. Und der Molotov, der kommt ein bisschen spät, aber Sixer wird auch noch vom Seitengang rausgenommen. So, jetzt haben wir eine Überzahlsituation bei Penta, die natürlich einen Blick auf den Balkon werfen. Da stehen beide Spieler von Team Envias. Der Gang Richtung Spot wird dann ziemlich schwierig. XMS ist gesehen worden und im Vorbeihüpfen dann sogar noch der Hit gegen Innocent. Happy verschießt nochmal mit 4 HP jetzt drin. Beide Spieler low HP und jetzt überlebt nur noch Happy. Er kommt nochmal raus und wechselt die Position zur Tür. Aber das wird von Sunny abgezielt. Das heißt, wenn Happy da rausgeht, 36 Sekunden bedeuten auch, dass Penta noch ein bisschen warten kann, ob Happy sich zeigt. Ja, der überlegt jetzt, ob er mit dem Molotov hier die Runde gewinnen kann, aber wirft ihn sehr früh raus. Und er hat ein richtig gutes Timing, um hier in die kleine Hütte zu kommen. Happy wird jetzt aber abgezielt. Da hat Sunny dann den Winkelvorteil. 6:2 und zack, haben wir den Money Reset für Team Envias.
Wenn man sich das Geld anschaut, dann bedeutet das ganz klar Eco oder Force Buy. Mal sehen, für was sich die Franzosen entscheiden. Bisher haben die Franzosen bei sowas ja die sichere Variante gespielt und eine Eco eingelegt, anstatt den Force Buy zu gehen, was nicht für die eigentliche Kaufmentalität der Franzosen spricht, die gerne Force Buys spielen und versuchen durch enorme Pistolstärke Runden und manchmal ganze Matches nochmal zu drehen. So, jetzt hat Pentasports, es war sehr interessant, dass sie den Mitte-Go halt nicht direkt angespielt haben. Das war vom Timing her super krass, denn Scream ist gerade zurück, um Sixer im Seitengang zu unterstützen. Er bekommt die Info zwar früh, aber Scream geht wahrscheinlich davon aus, dass jetzt erstmal nur die Mitte eingenommen wird und Penta sagt sich, ganz egal, wir ziehen jetzt durch, wenn sie beide im Seitengang stehen, dann können wir das kontrollieren. Und selbst die Rotation von APK hat nicht ausgereicht, um Spotkontrolle aufzubauen. Da haben noch Frags von APK und Sixer gefehlt. Scream kann man da wenig Vorwürfe machen, der hat seinen Schaden gemacht. Nur seine Teammates konnten das nicht in einen Rundensieg ummünzen. So, also es ist doch der Force Buy geworden. Da wird man nächste Runde nicht kaufen können mit dem, was jetzt noch übrig ist. Man will... Ja, es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes gerade. Es ist viel Kevlar dabei, aber ein bisschen Geld drin gelassen worden. Wenn man verliert, wie gesagt, kann man trotzdem nicht kaufen. Wenn man gewinnt, ist natürlich alles gut, aber dafür müssen die Shots her. Aber das gehört zum Force Buy natürlich dazu. So, und Happy. Haben wir jetzt leider nicht gesehen. Einen kleinen Coding-Fehler hier. Kann aber gerefragt werden. Sunny ist nämlich wieder übers Fenster da. Auch ein Mittel, dass sie hin und wieder spielt. APK mit zwei starken Shots. Holt noch ein 2-on-2 raus. Und HS hat halt nur 15 HP. Das heißt, das ist für beide Spieler von Team Envers eine gute Möglichkeit, hier die Runde noch zu klatschen. Und gerade mit dem schnellen Gegenboost kommt Scream gut in den Nahkampf. Mit sehr viel Deckung bis nach vorne, aber nicht mit HS. Ganz, ganz netter Flick. Sixer wird von beiden angezielt und von 10 dann noch geholt. HS hätte da wirklich nicht verschießen dürfen, sonst wäre Scream ihm da auf dem Kopf rumgesprungen und das hätte ausgereicht für einen Kill. 7-2, Penta mit einer ordentlichen T-Seite bisher. Und da ist auch viel abhängig von dieser ultra krassen Diegel-Runde in der zweiten Runde von Sunny, der einfach das Momentum so früh gedreht hat, nachdem man die Pistol Round verloren hatte. Und an sich sehr gute Calls. Also Hut ab vor Crystal und Sunny, die einen guten Überblick zeigen. Und die Marschrichtung von Anfang an, die passt. Also sind nicht nur gute Mid-Round-Calls, sondern ein gutes Setup, das Penta spielt. Jetzt wissen sie, dass hier wohl nochmal die Eco ansteht. Vielleicht vermuten sie auch Waffen. Boah, das sind aber auch Aim-Maschinen, die Penta da im Team hat. Na, APK darf auch erstmal nur zuschauen. Da geht der nächste durch die Smoke rein. Den Mittelspieler hinten hat man abgefangen. Das heißt, man hat auch direkt im Blick, dass es da Backstabber geben könnte. Ja, und ich glaube, hier wird noch irgendwo die Waffe gesucht. XMS. Ah, der wird es jetzt noch ein bisschen unnötig verlängern. Ich glaube, wenn er eine bessere Pistol findet, überlegt er sogar zu saven. Aber die findet er hier nicht. Vielleicht liegt er unter irgendeinem Stein. Ja, und dann ist es einfach nur das Abwarten in der Smoke. Aber ob er hier überlebt oder nicht, spielt keine große Rolle. Denn den USP musst du nicht saven. Dann doch lieber versuchen, dem Gegner noch eine AK abzuziehen. Vielleicht sogar eine AWP. Wenn man da gut ins Duell kommt. Aber die sind ja alle schon so weit weg, dass er es da sehr schwer hat. Gut, er wechselt nochmal auf die Diegel. Ah, und die hat er dann noch gesaved bekommen, aber wird von 10 doch noch rausgenommen. Der hat ihn vielleicht rauslaufen sehen bei der Bombenexplosion. 8-2. Ja, Envy hat halt auch das große Problem, dass sie so früh resettet wurden. Das sind jetzt, glaube ich, 3 Runden in Folge wieder, die sie jetzt verloren haben. Ne, müssten 2 sein. Ah, dann haben wir es nochmal. Sehr sauberes Aiming einfach. Das ist echt Hut ab. Und es ist halt nicht nur Aiming. Es ist halt... Es sind halt gute Ansagen.
Laufwege sind besprochen. Das Bootcamp, das Panther eingelegt hat, das hat sich auf alle Fälle gelohnt. Jetzt nochmal aggressiver Push an die Titanic. Und eigentlich wollte Panther erstmal Dropper einnehmen und B nur abzielen. Aber dann schicken sie halt XMS vor. Und der macht seine Frags heute. Am Dropper ist man drin, das hat APK auch gehört. Er zieht nochmal rum. Was verliert dann das Duell und sie bekommen auch direkt Scream. Es fehlt der Fokus Richtung Fenster, der die Runde wieder in ein 3 gegen 3 bringt. Aber sie greifen jetzt den Spot mit zwei Spielern an. HS hat die Titanic um natürlich auf dem Schirm. XMS wird getradet. Happy hat nur noch 8 HP und Tatsache geht das nochmal in den Vorteil für Penta Sports. Sixer hat noch Granaten übrig. Was ihm wirklich hilft, wäre die Flash. Eine gut platzierte HE könnte 10 aus dem Spiel nehmen. Und vor allem ganz wichtig in so einer Situation ist, dass die Fuse geht. Das heißt, er kann die Smoke noch abwarten. Geht langsam vor und dann das Timing. Jetzt ist er gespottet. Seine HE trifft den Spieler, der noch mehr HP hatte, aber die macht gut Schaden. Nur sein Spray passt nicht. Innocent hat einen guten Winkel gewählt. 9 zu 2, auch die Waffenrunde darf Penta verbuchen. Und Envy hat wieder keine Kohle. Und das sieht nicht gut aus. Denn jetzt, selbst mit einem krassen Vorteil, den Envy sich erarbeitet, so eine Zwei-Mann-Überzahl-Situation ist ein krasser Vorteil, schaffen sie es nicht, die Runden zu holen, weil Penta Sports die perfekte Lücke gefunden hat. Und vor allem, sie haben sich nicht alle aufs Fenster konzentriert. HS zielt Richtung B ab, sodass er APK rausnehmen kann. Dann reicht, dann ist der Druck halt ultra schnell am Fenster. Scream wird überrascht und sie schießen Happy Instant auf 8 HP. Das heißt, Envias musste Penta Sports aus dem Räumchen da rauslaufen lassen. So, da gab es wieder den schnellen Mitte-Push gegen die Eco. Da hat man den Seitengang gedoppelt. Ah, Scream sagt nochmal kurz Hallo, aber ich glaube, die beachten ihn noch gar nicht. Ja, Crystal, der muss an der Mitte aufpassen. Auch wenn die Smoke da noch ein bisschen Zeit gibt. Oh, aber die Bombe ist down. Die ist oben auf das Dach gedroppt. Scream ist jetzt allerdings down. Und es wird einen Moment dauern, bis sie die Bombe legen können, weil sie ja erst noch auf das Dach hoch müssen. Aber Crystal, Fokus. XMS kommt am Seitengang durch die Bombe. Also den Plant wird XMS nicht verhindern. Er sieht den ersten. Ah, der bewegt sich da die ganze Zeit. Kein einfacher Schuss. Und XMS setzt ihn daneben, verrät sich und fällt. 10 zu 2 für Penta Sports, die jetzt ein paar schnelle Runden hatten. Jetzt vielleicht das Tempo wieder rausnehmen, aber was sie noch gar nicht gespielt haben, was Envias jetzt so richtig überraschen könnte, wäre ein schneller B-Go, wo sie halt einfach instant durchfahren und vielleicht ein XMS mit dem Messer in der Hand erwischen. Und die gehen halt alle Richtung B und die gehen nicht alle Richtung Titanic. Okay, das sieht nicht nach dieser krassen Geschwindigkeit aus, sondern sie zielen erstmal wieder ab. So, und jetzt muss man halt aufpassen. Die Gegenaggressivität von Envias an der Titanic war halt schon mal erfolgreich. Vielleicht spielen sie das nochmal, weil es ein Mittel ist, das funktioniert hat. Aber erstmal APK. Schöner erster Frag, ohne HP zu verlieren. Spielt jetzt den Fensterputzer. XMS hat sich Innocent auch noch geschnappt. Das heißt, der hält die Titanic sauber. Da müsste die Bombe auch kurz auf dem Radar zu sehen gewesen sein. Ja, und die Runde sieht nicht gut aus für Penta Sports. 2 gegen 5 und 10. Ja, zieht jetzt rum. Das falsche Timing gehabt. Sodass es nur noch Sunny ist und der kommt nicht an die Bombe ran. Ja, dann lieber der Versuch, an den Dropper zu gehen. Da war schon der Gegenboost geplant, aber das wird Envy dann doch ein bisschen zu gefährlich. Und sie können Sunny dann noch holen. Es ist eine Flawless Round für Team Envias zum 10 zu 3. Wir gehen also in die letzten beiden Runden dieser ersten Hälfte. Und 10 zu 5 wäre sogar noch okay für Envy. Jetzt wieder Doppel-AWP spielen. Und Penta Sports, die haben natürlich genügend Geld auch für die letzte Runde dieser Halbzeit, wenn sie hier verlieren sollten. So, jetzt warten sie auf den schnellen Mitte-Go. Schöner Shot von Sixer. Nicht einfach, auch noch durch die Kante musste der in den Kopf gehen. Scream, ja, geht dann auch zurück. Und dann Konzentration auf den Seitengang. Schön Molotov gewastet. Und mit der Doppelflash nimmt Penta Sports den Seitengang dann auch ein. Sixer bekommt die Info, dass man die Mittekontrolle bei Penta Sports jetzt hat. Seitengangkontrolle ist wahrscheinlich auch bekannt durch die Flashes, die geworfen wurden. So, und jetzt warten sie erstmal ab.
wahrscheinlich auf den B-Push. Es ist noch über eine Minute zu spielen. Da kann man auch erstmal abwarten, ob der Gegner nochmal Aggressivität zeigt. Viele Teams nehmen Seitengang und Mitte erstmal ein und ziehen sich dann da zurück. Oh, da geht Sunny da so geduckt raus. Ja, das war wirklich riskant gespielt. Am Ende werden zwei Frags für Pentasports raus, weil Envias vielleicht durch diesen Move damit gerechnet hat, dass das nur einer war. Und guter gegen Molotov, sodass keiner zum Balkon durchkommt. Das heißt, der Plant ist safe. Noch ein zweiter Molotov hinterher. Wieder wertvolle Sekunden für Pentasports. Und schön von Crystal aufgepasst. Da war nämlich APK schon zur Rampe durchgekommen. Und selbst die HE gegen XMS ist ordentlich. Crystal kann den nächsten holen. Der klärt die Runde im Alleingang. Auch wenn die AE hier nochmal richtig wehtun wird. Die hat ihn vorher sogar noch erwischt. Bleibt er am Leben. Und Happy, der will für die letzte Runde dann nur noch die AWP haben. Und Team Envias, das können wir schon mal festhalten, wird in dieser ersten Halbzeit keine Folgerunde holen. Das sind immer einzelne Runden gewesen, die sie sich hier erkämpft haben. Und für... Ja, das ist für Envy kein gutes Zeichen. Für Pentasports umso besser, denn die wissen, dass das Geld von Team Envias nicht ganz so pralle aussehen wird in dieser letzten Runde. Also es geht schlechter. Hier nochmal der Shot von Sixer, wahrscheinlich mit Zeitlupe. Boah. Aber es war ein gutes Crosshair-Placement am Anfang. Nur am Ende bringt es halt einen feuchten Furz, weil Pentasports mehr aus der ganzen Aktion an der Mitte machen kann. So, Tatsache, der Pick von Cobblestone war der von Envias, aber das ist zu erwarten gewesen. Inferno war auf diesem Turnier bisher eine sehr gute Map von Pentasports. So, und jetzt hat Penta wohl die Idee, wieder etwas schneller den Seitengang einzunehmen. Auch eine sehr gute Art und Weise, wie man die einzelnen Zonen auf der Karte anspielt. Also man erkennt ein kleines Muster, dass es nie extrem schnell ist. Pentasports wartet immer, ob jemand vorkommt. Ich glaube, sie stehen auch häufig Anti-Flash, sodass mindestens einer immer was sieht. Und jetzt gehen sie sogar langsam rein. Das ist null Info für Sixer, nur an der UMP. Boah, der hat halt null Chance. Da hat sich Pentasports überhaupt nicht verraten. Jetzt gibt's sogar eine Überrotation. Das Fenster will man nicht ungedeckt lassen. Direkt zwei Spieler auf den A-Spot geschoben. Happy nochmal kurz verschossen, verrät auch nochmal seine Position. Und man hat den Spieler vom Connector auch schon geholt. 5 gegen 2. Das heißt, jetzt muss wieder eine gute Einzelleistung kommen. Aber das kommt mehr von Sunny, der einen guten Laufweg hat. XMS, ein Shot mit der 5-7 gegeben. Aber vier Leute, die ihn dann gleich angucken werden. Oh, oh, oh. XMS holt noch Kill Nummer 2. Wechselt die Position. Er hat einen Defuse-Kit. Könnte sich hier eigentlich nochmal rausflashen, aber will einfach so rumziehen. Blanke Gewalt gefällt ihm da besser als langes Taktieren. Und er wird am Ende von Crystal geholt. 12 zu 3 zur Halbzeit. Pentasports hier mit einer richtig guten T-Hälfte auf Cobblestone. Und es könnte schon mit einer gewonnenen Pistol-Round für Pentasports vorbei sein. Aber da müssen wir wieder auf den Force-Buy warten. Erstmal gucken, wie die Pistol-Round jetzt laufen wird. Keine lange Pause, sondern instant geht es weiter. Für beide Teams. So, und wir sehen Kit und Doppelflash bei 10, der Rest mit Kevlar. Und Sixer hat die Granaten bei Team Envias gekauft. Ja, und das ist vielleicht auch so ein Ding, dass Envias nur sehr schwer in Partien startet. Das war auch schon am ersten Tag in Gruppe A der Fall. Da musste man erstmal zwei Maps verlieren, bevor man dann am Ende doch noch die Qualifikation für die Playoffs geschafft hat. Ja, Mitte rein, direkt in Danger hoch. Dreimal Deckung von Pentasports Richtung A, aber Envias geht zurück. Also, wie ich es vorher schon mal erklärt habe, Seitengang und Mitte einnehmen. Die ganze Zeit geschossen, viel Druck gemacht. Und jetzt halt einfach dann der Weg Richtung B. Aber Pentasports, die haben das im Gefühl, haben jetzt wieder vier Leute an B stehen. Solide rotiert und Crystal wird halt früh die Info bekommen. Hat sich vor der Flash hier nochmal versteckt, bekommt die Support-Flash. Da sind sie gut am Zappeln, sodass Crystal da nichts treffen kann. Ja, und irgendwann wirst du von den Glocks dann überfahren.
Es wird schwer, das Ganze aufzuhalten, denn man pusht noch auf den Spot durch Sunny, aber hinten mit der USP noch einen zweiten. Er geht auf den dritten, aber der Klick will nicht rein, sodass das 1-on-2 für HS ist. Und er macht seinem Namen nicht alle Ehre. Hat zwar einen Headshot gesetzt, aber es kommt kein weiterer. So kann Envias die Pistol Round gewinnen. Das ist die zweite Pistol, die sie hier auf Cobblestone gewinnen. Und vielleicht kommt Penta ja nochmal mit einem Force bei. Ja, und muss man auch mal sagen, trotz gewonnener Pistolenrunde nur 3 Runden auf der CT-Seite. Das unterstreicht nochmal, wie gut Penta Sports gespielt hat. So, Sunny an der Deagle. Natürlich geht man als Observer da drauf nach der Runde eben. Innocent geht aus dem Seitengang nochmal zurück. Na, vielleicht will er nochmal ein paar Infos sammeln. Nee, man spielt schon früh defensiv auf dem A-Spot. Support Flash Richtung Titanic. So, es dauert lange, bis die aufgeht, weil es einfach... Oh, ist das Richtung Dropper? Ich meine, die ist in den Dropper reingeflogen. Und jetzt kriegen sie Titanic-Kontrolle bei Pentasports, aber wirklich sehr tief. Envias hat auf der anderen Seite den Seitengang aber eingenommen. Vom Timing her ganz gut. Und jetzt hat man auch den Frag gegen diesen tiefstehenden Titanic-Spieler bekommen. Ungewöhnlich abgezielt von Envias, aber effektiv. Und vor allem haben sie Happy in die Lücke reinbekommen. Oh, der hat hier super viel Spielraum. Und der wird jetzt einfach schon abgestellt, um die Verschiebe abzufangen. Und Sunny, dicke Flash. Und der kann gar nichts machen mit der Deagle. Happy komplett überraschend schon an der Position. Wobei man Pentasports ein bisschen in die Verantwortung mit reinziehen muss. Denn, ja, den Dropper so offen zu lassen, ein grober Fehler auf Cobblestone. Aber sie haben halt mehr mit einem A-Play gerechnet, nachdem sie die Info an B hatten. Aber einfach ausgespielt von Envias. Ja, und 10. Er saved seine 5-7. Er selbst hat keinen Kevlar gekauft. Ja, sind $700 Equipment Value, die er gerade hat. Ist nicht ganz so viel, aber besser als nix. Und man muss dem Gegner jetzt nicht unbedingt in die ganzen SMGs reinlaufen. Und noch ein bisschen extra Geld schenken. Also wird die Runde wohl flawless an Team Envias gehen. Kein Force by Win für Pentasports. Und die ersten kleinen Schritte in Richtung Comeback für Team Envias. So, jetzt muss auch nochmal die Full Eco her. Da machst du nix. Da musst du einfach durch. Ja, wer das Geld hat, darf nochmal ein bisschen in Pistolen investieren. Eine Flash bei 10 könnte man halt zum Beispiel an der Titanic einsetzen. Also ein gutes Flash-Timing, 3 Leute, die rumziehen. Das kann man dann gewinnen. Aber es sieht wohl mehr nach so einem schnellen Mittelspiel aus. Und da ist nur einer. Da ist nur Scream mit seiner Mac-10. Und sie warten auf die Flash von Scream. Und da kommt die Support-Flash. Scream hat die zwar abbekommen, jetzt auf Distanz. Er weiß, dass er angegangen wird. Sixer ist auch noch dabei. XMS haben sie geholt. Sunny sogar mit einem Doppelkill durch die USP. Jetzt will APK da noch rein. Die Bombe ist down. Und 3 gegen 1 für Pentasports, die mit dem Mitte-Push die volle Eco gewinnen könnten. Sie müssen jetzt natürlich direkt den Blick auf Happy werfen. Der schießt noch nicht. Jetzt ist er gespottet worden. Jetzt kann man sich auch aufstellen. Und den schießt man dann auf 30 runter. Happy mit einer ganz schweren Aufgabe. Und jetzt ist es die Full Eco. Das darf doch nicht wahr sein. Envias wird komplett überrumpelt. Kein Blick mehr auf die Bombe, aber dann der Molotov hin. Schöner Headshot nochmal. Aber wieder Damage für den Ansager von Team Envias. So, und Happy versucht jetzt mit den Granaten abzulenken. Mal sehen, wie 10 sich da positioniert hat. Der guckt nur in die Mitte. Jetzt der Blick hinten hin. Und nochmal ein Hit. Die Bombe jetzt auf dem Rücken von Happy. Wieder angefaked, dass er da die Mitte durchgeht. Aber ich glaube, dass 10 gesehen hat, dass er nicht in die Smoke rein ist. Und deswegen schaut er in die richtige Richtung. Und Happy, der kann's machen! Happy klatscht es noch! So stark von Happy gespielt! Und da mache ich Penta nicht mal viel Vorwurf. Die haben alle keinen Kevlar gehabt. Da ist eine SMG halt ultra gefährlich. Und da kannst du, wenn du den Hit abbekommst, auch nicht mehr richtig aimen. Holy moly, was ist das hier für eine Partie? Nice try und Happy. Ich glaube, das hat er auch trotz Headset gehört, dass er da kurz von seinem Coach
nach vorne geprügelt wurde. Das ist Verbalprügelei hier. Erste Waffenrunde Penta in der zweiten Halbzeit. Ja, und die wollen direkt mal zeigen, wie man die Titanic hier spielt. Ja, die Smoke nicht allzu tief. Die kann man tiefer werfen. NVS hat gezeigt, wie das geht. Aber die geben Titanic wieder auf. Es gab ja schon die Situation, dass Penta mal so weit vorne war. Ich nehme an, dass man auch nicht weiter vorlaufen wird an der Titanic als bis zu diesen Doppelboxen. Und jetzt natürlich kann man natürlich drei Leute auf den A-Spot stellen, aber man darf das Fenster nicht vergessen. Wenn Happy da wieder reingeht, kann es wieder gefährlich werden. Innocent und Sunny kümmern sich um die Doppeldeckung am Seitengang. Innocent lenkt ab und Sunny soll dann die Frags abstauben. Und Innocent sollte das im besten Falle mit ein bisschen Deckung spielen. Er smoked einfach nochmal nach. Und der Winkel, in dem die Smoke geflogen ist, den hat Envias gesehen. Das heißt, die werden auf jeden Fall Richtung Holzwand gucken. Crystal bekommt einen recht einfach. Kann dann die Position wechseln. Kann ansagen, dass jemand von hinten kommt. Gut gemacht. XMS hat nicht mitbekommen, wo Sunny steht. Er kann erst von Sixer gestoppt werden. Happy ist in das Räumchen rein. Und jetzt wird es für Crystal gefährlich, weil der von zwei Seiten angegangen werden kann. Hat sich gut am Van positioniert. Aber das wird schwierig. Gut gesprungen von Happy und das für Crystal. Wenig Chance. Herr S hat aber den ersten gemacht und Happy holt den letzten auch noch. Happy hält sein Team hier im Spiel. 12 zu 7. Penta wieder in der Eco. Die Runden sind knapp. Das Geld bei Envias wirklich nicht hoch. Und bei Sixer wird das wahrscheinlich nur. Wobei Happy hat noch 6000. Er könnte noch eine legen. Wenn nicht schon eine gedroppt wurde. Er hat eine AWP bekommen. Okay, also Geld ist okay. Aber wie gesagt, Reserve ist da nur bei Happy vorhanden. Nur könnten sie jetzt in der Runde eine gute Reserve aufbauen. Denn Pentasports hat wieder eine Eco. Diesmal aber mit ein bisschen Kevlar dabei. Das heißt, wenn sie wieder so ein Ding wie in der dritten Runde der zweiten Halbzeit raushauen, ist da eine bessere Möglichkeit, eine Überzahlsituation auszuspielen. So, aber sie spielen diesmal verteilt. Das dürfte Envias in die Karten spielen. Scream flasht sich. Oh, hat angetäuscht, dass er sich reinflasht. Ja, kurze Ausrastermomente. Kleiner Hit gegen Crystal. Nichts wirklich Erwähnenswertes. Aber Innocent ja, kurz den Überblick verloren, als er blind war. Ja, besser die Orientierung und HS. Immer wieder Titanic-Info. Penta macht es vom Info-Play her gut. So, und HS kommt nicht mehr weg. Ja doch, er versucht es noch. Aber Sunny hat jetzt gerade im Dropper kassiert. Und jetzt sind sie halt in zwei Richtungen am Kämpfen. 10 hat sogar einen Doppelkill draus gemacht. Vielleicht war das zu wenig. Boah, richtig gute Hits gegen Happy durch die Wand. Jetzt wissen sie, dass sie da richtig geschossen haben durch die Antwort, die Happy gegeben hat. Oh, der kriegt noch einen Hit ab. 24 HP nur noch. Ich glaube, okay, das war vorher schon. Irgendwie treffen sie die Pentasport-Spieler nicht. Aber wie geht man den Retake an? Ohne Kevlar, ohne Granaten. Da muss schon die Schelle über den Spot fliegen. Und Innocent hat jetzt die 5-7 auf Distanz. Auch nicht unbedingt so gut. Anna wartet da lieber. Aber warum sollten sie ihm da jetzt reinrennen? Das wird nicht passieren. Damit schon Runde Nummer 8 für NW. Und Penta kauft wieder. So, wie das jetzt decken? Ihre Banane, also ihre Banane-Kontrolle, ihre Titanic-Kontrolle ist sehr gut bei Penta Sports. Was sie aufhalten müssen, ist halt der Druck, der von A kommt. Trotzdem erstmal zu viert Richtung B in der Runde. Envy spielt sehr langsam. Und arbeiten erstmal gegen Titanic wieder. Das wird sogar 10 auf Refrag. Ne, 10 unten. Okay, und HS in der Ecke. Und sie lassen Crystal reinzielen. So, und wenn APK dann ein bisschen zu weit vorgeht,
dann kann Crystal ihn machen. Und Crystal in diesem Lineup wieder ein sehr sicherer Spieler geworden. Ich glaube, hat aktuell eine seiner besten Performances seiner Karriere. Und sie haben die Doppeldeckung an A, aber sehr defensiv. Liegt wahrscheinlich an den auch recht späten Goals von Envias. Aber die fangen jetzt ein bisschen früher an, also 50 Sekunden. Innocent, ja, auch nochmal gegengeflasht. Das ist eine gute Smoke. Und natürlich muss da gleich eine Connector-Smoke kommen. Die liegt, glaube ich, sogar schon. XMS mit dem Entry und Sunny fällt auch. Also sind die beiden Spot-Spieler wieder down? 10 bekommt noch einen Fuß-Hit ab. Ich glaube, da geht man jetzt direkt saven bei Pentasports. Man kommt nicht mehr auf den Spot drauf. Ah, es ist die A-Deckung gerade, Pentasports. Kommt schon. Warum nicht vorher ein bisschen Info sammeln am Seitengang? Mal kurz die Rampe runter gucken. Und dann kann auch ein dritter Spieler mit auf den Spot schieben, sich hinter den Van stellen. Und dann wird es für Envy direkt mal eine Ecke schwerer. Aber Infoplay war nun mal der Knackpunkt in der Runde, die jetzt gerade weggeht. Und vielleicht verlieren sie noch eine weitere Waffe. Envias, ich glaube, die hatten schon Bock, hier Waffen noch abzuziehen von Pentasport. Aber sie gehen nicht weiterhin. So, warum Infoplay? Kurz erklärt. Normalerweise hat Penta immer in die Titanic reingeschaut. Diesmal war der Aufbau halt sehr defensiv. Niemand, der viel Info an der Titanic gesammelt hat. Sie bekommen den einen Frag gegen APK, können aber keinen dritten Spieler Richtung Dropper oder Richtung A schicken, weil sie eben nicht wissen, ob sich das Spiel vor B oder vor A aufbaut. Und dann bleibt man lieber mit drei Leuten an B stehen. Und auf der anderen Seite der Karte haben sie aber auch keine Informationen gesammelt. Also wenn ich an B keine Info habe, sollte ich wenigstens, oder in der Titanic besser gesagt keine Info habe, sollte ich wenigstens versuchen, in den Seitengang reinzuschauen, ob da zumindest jemand aufbaut und nach vorne geht. Ansonsten weiß ich halt wirklich nicht, was abgeht. Und dann kann Envias richtig gut faken oder halt auf den Spot marschieren, auf dem das Penta-Setup eben nicht so gut war. So, Penta kann jetzt aber durch Loser-Bonus und die gesaveten Waffen nochmal nachkaufen. Das heißt, sie haben direkt einen neuen Versuch, um den Lauf von Envias zu stoppen. Bisher hat Pentasports noch keine CT-Runde holen können. Ein bisschen sind sie gerade am choken. So, und der gleiche Setup, das gleiche Setup an B wie in der letzten Runde. Diesmal nur ohne Crystal am Chicken Coop. Vielleicht soll die Ablenkung aus der Runde davor ausreichen. Nur verrät 10 jetzt seine Position, auch wenn seine HE hier noch gut Schaden macht. Er lässt einen runterspringen. Sunny und HS mit den Kills und die machen alles. Sunny sogar mit einem Triple. Das war aus dem Dropper heraus. Und Happy, der ist jetzt bekannt. Da muss Innocent nicht mal weggehen. Trotzdem schöner Shot von Happy. In dem Duell verlierst du aber viel HP. Und sie verhindern auch direkt, dass er aus dem Generator noch Schaden machen kann mit dem Molotow. Da geht er lieber Richtung Fenster, wo er ja seinen Kill gemacht hat. So, der vermutet auch direkt richtig, dass da niemand von A noch rüberschiebt. Pentasports mit dem B-Block also erfolgreich. Ich glaube auch Happy wird hier nichts mehr groß versuchen. Pentasports muss sich nicht bewegen. Das ist gerade kein Standbild. Da bewegt sich einfach keiner. Und Happy, zack, da kriegt er doch noch ein Entry. Aber dann ist aber auch Feierabend für 10. Sunny hätte gerne auch ein 4K draus gemacht. Also verlieren wieder ein paar Waffen, aber das reicht zum Nachkaufen. Ganz wichtige Runde für Penta, aber auch sehr wichtige Runde für Team Envias. Wenn Envias die jetzt holt, Penta resetten so schnell wie möglich, ermöglicht das Comeback immer weiter. Und Envias nimmt jetzt sogar die taktische Pause, müssen auf die Umstellung von Penta klarkommen, die jetzt ein Doppel-AWP-Setup spielen. Und das könnte dafür sprechen, dass Pentasports jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Seitengang oder Mittelkontrolle von Anfang an hat und das vielleicht auch ein bisschen länger hält. So, dann sehen wir nochmal die Aktion von Sunny. Oh, da kann er einfach richtig schön durchdrücken. Immer wieder der Blick nach hinten, weil ein Happy ja aus dem Dropper hätte rauskommen können.
Und das, dieses Setup, das Pentasports da an B hat, funktioniert wirklich gut. Aber ich glaube, Envy konnte das in der letzten Runde komplett checken, wie sie da gestanden haben. So, und deswegen Pentasports jetzt von Anfang an mit zwei Leuten an A. Das rotiert man meistens zurück, wenn kein schneller Go kommt. Und das sind... Er darf die zweite AWP spielen. Am Seitengang. Ja, und... Na, jetzt hat er Info. Aber er macht sogar die Jumpshots. Ah, kommt, er bekommt Backup. Also wird jetzt... ich dachte, es wird ein Türmchen gemacht werden. Also wenn der, wenn Sunny sich dann in die Ecke stellt, der muss ruhig bleiben, trotz dieser Hits, die er abbekommen hat. Und Envias faked A nur. Und jetzt hat Pentasports halt Angst, dass sie hier wieder durch einen Go zerlegt werden. Deswegen bleiben drei Leute auf dem A-Spot stehen. Ist verständlich, dass Pentasports das macht. Ist ein super Call von Team Envias, dass sie hier nochmal den Spot wechseln. Jetzt kommt's auf Crystal an, der an der Titanic reinzielt. Und da fliegt immer diese Flash drüber. Das heißt, Crystal, jetzt sollte wieder jemand von A rüberschieben. Aber ich glaube, die haben viel zu viel Schiss jetzt zu rotieren. Das heißt, das müssen Zehn und Crystal alleine klären. Und da geht man eventuell schon am Fenster raus. Crystal kriegt nochmal einen Shot, aber sein Backup fällt. Jetzt kommt die Rotation. Crystal hat keine Chance. Er wird im Endeffekt allein gelassen. HS hat aber Happy nochmal bekommen. Auch wenn er nur 20 HP hat, ist es eine 3 gegen 3 Retake-Situation, die man versuchen sollte bei Penta. Ah, nochmal kurz Waffen getauscht. Jetzt kriegt HS mit den Low HP die AWP. Und Innocent spielt die AWP weiter. Von hinten kommt nochmal Sunny. Aber der wird abgezielt von Sixer. Das heißt, es ist für Sunny nicht einfach. Er muss der AWP erstmal einen Schuss entlocken. Und die offensive Position da von APK, die bedeutet, dass viel Info bei Envias dabei sein wird. Und die Runde wird Pentasports verlieren. 13 zu 10. Money Reset für Pentasports durch einen super Call von Team Envias. Pentasports hatte viel zu viel Angst vor dem A-Go in dieser Runde. Sind nicht rüber rotiert, obwohl der B-Go angesagt ist. Einfach weil sie Angst hatten, dass das gefaked wird. Heißt im Endeffekt, okay, sie nehmen Seitengang ein. Pentasports denkt, sie nehmen Seitengang ein. Dann schiebt man zurück bei Envias. Dann kommt der B-Go und Pentasports denkt sich, ja, die werden uns jetzt nur vernaschen auf dem B-Spot. Und wir bleiben trotzdem auf den A-Spot stehen, weil es wird hundertprozentigen A-Go werden. So, so der Doppelfake im Endeffekt, der für Envias hier den Envias aus Sicht von Penta geplant haben soll. Aber da hat sich Pentasports halt verschätzt und hat den Schritt zu weit gedacht. Die Rotation hätte halt erfolgen müssen. Aber wie gesagt, super Call von Envy, die einfach nur damit spielen, dass Pentasports Probleme hat, den A-Spot zu decken. Crystal ist hier in der Smoke. Der muss halt irgendwann raus. Mal gucken, ob Happy da noch das Timing hat. Jetzt hat Crystal es gesehen. Und er könnte auch auf einen Knife-Kill gehen, aber bei dem Spielstand lieber auf Nummer sicher. P250 Short, dann zieht HS rum. Jetzt muss, steht Crystal hier wieder alleine. Sie drücken schon von hinten durch, aber Crystal kann hier überhaupt nicht verzögern. Hat einen guten Winkel. 10 hat noch abgezielt, aber APK hat halt den Stein umlaufen. Und jetzt sind halt beide Spieler von hinten da. Und ich glaube, Scream hat schon gespottet, dass Sunny hinter der Box steht. Ja, das weiß Sunny jetzt auch, weil das Spray in seine Richtung kommt. Ja, und da wird auch für Envy nichts anbrennen. Sie kommen immer näher an Pentasports ran. So gut ihre T-Seite auch war. Ihre CT-Seite hat große Lücken. Und eine ganz, ganz große Schwäche. Und das ist der A-Spot. Und jetzt muss Penta die ganze Zeit dran denken, dass der A-Spot angegriffen werden kann von Envias. Und dadurch, dass Envy jetzt die ganze Zeit den B-Spot angespielt hat, kann Penta nichts anderes machen, als eine 2-3-Deckung zu spielen und darauf zu hoffen, dass die A-Spieler auf die Deckung oder auf den Go von Envias besser klarkommen und anfangen, ein paar Kills zu machen, wenn es auf den Spot geht. Alles klar. Hat sich der Clean Feed gerade verabschiedet? Lasst mich gerade nochmal gucken. Oh oh. Ich habe leider nichts anderes als den Clean Feed, Leute. Im Notfall kann ich auf den Englischen wechseln, dann müssen wir ohne Ton casten. Oh, come on. Ist das Bild auf dem Englischen auch weg? Okay, da läuft noch die alte Runde.
Also ich zeige jetzt zumindest das hier. Den Ton im Hintergrund habe ich an. Also wenn wir auf dem Cleanfeed wieder ein Bild bekommen. Ich gebe das kurz weiter. So. Und wie gesagt, wenn ich jetzt den Ton anmachen würde, hätten wir englischen Kommentatoren. Das passt dann nicht. Dadurch, dass wir ein bisschen vor dem englischen Stream sind, habt ihr auch nichts verpasst. Ja, kann natürlich auch sein, dass der Englische jetzt auch kein Bild mehr hat. Dann wäre das ein Problem vor Ort. Und zack, ist er offline. Wisst ihr Bescheid? Das wirkt so ein bisschen wie ein Stromausfall. So. Ja, interessant. ich hoffe, dass das das Spiel jetzt nicht, nicht beeinträchtigt. Ich habe, wie gesagt, ich habe sowohl Cleanfeed als auch englischen Stream im Hintergrund auf. Wenn es irgendwo weitergeht, dann sehe ich das und bekomme das auch mit. Hoffen wir mal, dass das noch läuft. So, ich hab, bin ja auch hier. Da steht nur Playing CSGO. Okay, vielleicht, vielleicht ist ja auch, ich habe gesehen, der Manager von Pentasports ist im Chat unterwegs, der kann ja vielleicht mal ein paar Infos geben. Am besten mit @99damage vorne dran schreiben, dann sehe ich es auf jeden Fall auch, Andi. Alles gut. Also haben wir noch einen Moment Zeit. Das ist, das kann natürlich passieren. Ich glaube, das ist jetzt nichts gegen Rumänien, aber ich glaube, rumänisches Internet ist zwar besser als das deutsche, dafür ist das Stromnetz wahrscheinlich ein bisschen stabiler. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Nur meine Vermutung. Das Ding ist, ihr verpasst nichts. Weil auf dem Englischen läuft ja auch nichts. Hier habt ihr zumindest noch ein bisschen Pausenunterhaltung. Du hast leider auch keine Infos. Alles klar, Andi. Vielen Dank. Das heißt, wir wissen nicht, was, was Stand der Dinge ist. Im Normalfall sollten die PCs da noch laufen. Es liegt nicht am Strom, sondern am Internet aus den Studios in Bukarest. Dann wird das Spiel meistens pausiert, bis der Stream wieder läuft. Wäre witzlos, das Game nicht zu zeigen. Gut. Alles klar. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen mein ungebügeltes Hemd begutachten. Dafür hat mir nämlich heute die Zeit gefehlt. So, und ich kann vielleicht noch mal auf, ich kann vielleicht noch mal gucken. Okay, also ich komme halt nicht an irgendeinen Pro ran. Ich könnte Böb noch fragen, Leute. Habt ihr Bock auf Böb? Der hat gemeint, er wäre dabei. Ich habe eigentlich noch einen anderen Co-Mod am Start, aber der kann erst später. Wenn überhaupt. Ich habe halt, das war halt so kurzfristig, dass ich nichts Festes gefunden habe. So. Also. Ne, immer noch kein Bild. Ich check auch immer wieder, wenn der Englische läuft. Ne, die sind immer noch offline. Da können wir auch nochmal Twitter checken. Ob es da vielleicht irgendwo eine Info gibt. Ha, ich weiß, wen ich anschreibe für Infos. Ha, ich bin ja nicht von gestern. So, Crystal ist jetzt offline in Steam. Bei mir ist er noch online in Steam. Also denke ich, dass das, denke ich, dass, also gut, wenn er jetzt bei dir offline ist, kann sein, dass es bei mir ein bisschen später angezeigt wird. Wo ist denn der Manager? Da ist er. So. Also, irgendwie kriege ich meine Infos. Das wird schon funktionieren. Lauter LTV-Fall noch Kills. Ey, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme den HLTV-Scorebot und dann caste ich den HLTV-Scorebot. Okay. Es steht aktuell 13:11 für Pentasports immer noch. Die haben immer noch diese krasse, also was heißt krasse Führung, immer noch diese krasse Rundenzahl, aber stehen halt scheiße auf der CT-Seite. Problem ist, dass ich auch kein Radar habe. Das heißt, ich kann jetzt wirklich nur ein Killfeed vorlesen. Das wird sehr, sehr schwierig. So, ist Pan wäre da. Wenn Pan Bock hat, kann er mich vielleicht auf Twitter oder so gerade anschreiben. Ich meine, ich folge dem. Kann ich mal gucken. Ah, ich habe, glaube ich, auch Infos bekommen. So, okay, ich habe doch jemanden. Assa nehmen wir als Co-Mod.
So, jetzt wird einfach nur gefragt, was soll los sein. So, ich habe Assa, glaube ich, auch selbst in der Liste. So, ich frage kurz. Jetzt passiert nichts mehr. Okay, gut. Wie gesagt, der Scoreboard ist auch ein bisschen hinten dran. Den Spielstand von 13 zu 11 hatten wir ja eben. Ich gucke auch nochmal. Englisch war immer noch offline. Alles klar. So, und der Manager von Big sitzt in der Hotellobby. Ich guck mal. Nee, also auf Twitter auch noch nichts Neues. Okay, also normal ist Twitter da immer die beste Anlaufstelle. Oh. Alles klar, der Cleanfeed läuft wieder. Jetzt habe ich hier noch ein blödes Bild flackern. Okay, wir starten den, ich starte den Cleanfeed gerade nochmal neu. Und dann gucke ich, dass ich den guten Assa noch mit auf den Stream bekomme. Aber der antwortet gerade nicht. Ist dieses Bild flackern auch hier? Nee. Gut, machen wir die Musik mal leiser. Dann sehen wir, wenn es weitergeht. Crystal hat auch... Crystal hat auch das Headset nicht auf. Der englische Stream läuft noch nicht. Alles klar. Also es heißt, wir werden noch warten, bis der englische läuft und dann sollte es weitergehen. So. Übers WLAN-Kabel gestolpert. Ihr seid heute wieder so witzig, Leute. Übers WLAN-Kabel. Ich habe selten so gelacht. Ich glaube, den Witz habe ich schon 2008 gemacht. Das Nitro Frog. Immerhin ist sein dein Nickname ganz, ganz witzig. Gut, okay. Wie gesagt, ich versuche im Hintergrund immer noch händeringend eine Co-Mod zu finden. So, indessen kann ich vielleicht noch ein paar Eindrücke von Twitter zeigen, die ihr über den Hashtag 99Major gebracht habt. Ach, sieh mal an, das muss ich bringen. So, das natürlich auch. Gehen wir auch mal auf Neueste. Na, vielleicht noch mehr. Mein Gesicht beim Frühstücken will keiner sehen. Okay, also... okay, das Bildflackern sieht man da doch. Ich habe jetzt keine Ahnung, woher dieses Bildflackern herkommt. Ich habe den Stream da schon neu gestartet. Gut, das passt. Also kurz auf Twitter vorbeischauen. Hashtag 99Major. Schickt uns Bilder immer, wie ihr den Stream schaut. Und hier haben wir den guten, ich glaube, war es Torge? Nee, Tobias Hagels ist es, der immer mit seinem Sohn zusammen... Big schaut und sich halt heute am Wochenende auch Pentasports ansieht. Und das ist so ein bisschen sein Wecker, damit man hier pünktlich bei Minor zuschauen kann. Durch das Licht sieht das eine Auge heller aus als das andere. Ziemlich lustig. Ja, Caro Kladis, wer häufig zuschaut, häufig im Chat unterwegs ist, kennt den Befehl. Noch ist ihr Uterus nicht am Leuchten, auch wenn es hier gerade ein bisschen nach Overtime aussehen könnte. Natürlich mit dem Penta-Trikot. Und oh, das neue Twitter-Design regt mich irgendwie auf. Ne? Das ist nämlich der Sven. Früher hat man dann noch die Namen erkannt, wenn man das Bild groß gemacht hat. Sven macht sich noch ein bisschen warm und hat nebenbei auf dem Laptop den Stream auf. Schön alles bunt und ja, die Razer-Ausstattung noch schön dran. Ah, schön mit Mausband. Next Pro, bin ich mir sicher, Sven. Weitermachen. Gut, also wie gesagt, ihr könnt mitmachen. Hashtag 99Major. Und haben wir zumindest noch sinnvoll die Pause überbrücken können, während... ich nochmal den Cleanfeed neu starte, in der Hoffnung, dass wir kein Problem mehr mit dem Bild haben. Dieses Flackern hat mir nämlich... jetzt ist es immer noch da. Okay, ich habe eine Idee, wie ich es wegbekomme.
Dauert ja nicht lange, den neu zu starten. Okay, da flackert nix. Ja, geil. Okay. Sehr schön. Also, aber wir warten natürlich noch, bis es weitergeht. So, ich kann auch immer noch weiter stalken. Da hat Holy Shinoda schon recht. Crystal ist zwar in-game, ist auch wieder online, aber... Ah, jetzt auch wieder auf einem Server. Der englische Stream läuft übrigens auch wieder. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, dann sortiere ich mir das mal richtig. So, gut. Okay, vielleicht, wenn Assa sich nicht meldet, frage ich Pan. Hat Pan sich eigentlich gemeldet? Ich habe den Chat jetzt nicht durchgehend im Blick gehabt. Ich schreibe ihm nochmal eine Nachricht. Gucken wir mal, wie schnell das geht. Aber wie gesagt, wir haben ja ein bisschen Zeit. So, Speedy als Co-Caster habe ich angefragt. Der bekommt heute... Pan hat Angst. Ach was, man muss keine Angst haben bei uns. Überhaupt nicht. Ich hab nicht alles zerlegt. Also... Bei mir habt ihr die Infos gehabt, was gerade abgeht. Auf dem Englischen war einfach nur offline. Ja, und bei uns geht die Party halt immer weiter. So, also wenn Pan Bock hat, dann soll er kurz seine Twitter-Nachrichten checken. Dann kläre ich da alles mit ihm. Oder mich einfach in Steam adden. Geht auch. So, den Clean Feed habe ich auch im Blick. Wieder seriös as hell. Wenn du seriöses CS sehen möchtest, gehst du auf den Englischen. Aber da kann es auch sein, dass du gar kein CS siehst. Ja. Okay, Pan sagt, er spielt gleich selber. Alles klar. So, was mit Speedy? Wie gesagt, Speedy habe ich gestern Abend schon gefragt. Der bekommt heute Besuch und hat deswegen keine Zeit. Der ist auch aktuell nicht online. Und es geht weiter. Alle, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Also, auf in Runde Nummer 25. Pentasports mit etwas limitiertem Equipment. Ich gucke mal kurz, den Ton kann ich natürlich noch ein bisschen lauter machen. Und... Wie gesagt, also kurzer Überblick nochmal, Envias kontrolliert das Spiel komplett, weil Pentasport so große Probleme auf dem A-Spot hat. Also Envias kontrolliert das Spiel komplett und ja, die machen jetzt sogar einen zügigen B-Go. Da ist HS gut positioniert, hat einen gemacht, aber wird von Sixer gerefragt. Zehn hat noch den Molotov-Kill bekommen, nur Crystal schießt nochmal daneben. Das ist der Moment, wo Envias eigentlich... die Titanic oben verlassen könnte und Crystal mollet sich da selbst. Sein verworfener Molotov macht den Frag von Scream erst möglich. Der verliert aber auch nochmal viel Leben im nächsten Duell. Es gibt noch Möglichkeiten für Pentasports, diese Runde zu gewinnen. Aber sie müssen jetzt ein bisschen abwarten. Die Gelegenheiten suchen, gemeinsam vorgehen und da hat Scream noch erwischt. Der Headshot von 10 holt die Überzahl für Pentasports. Aber Happy gut positioniert. Kleiner Off-Angle-Winkel und Sixer schnappt sich 10 erstmal aus der Ecke raus. Jetzt kann man am Stein nach vorne vielleicht erstmal die AWP pushen. Jetzt hat Sixer nur noch 17 HP und der Schuss von Happy geht daneben. Sixer fällt dann. Happys Position ist schon bekannt und Instant holt auch den. 14. Runde für Pentasports. Envias ist ein großes Risiko gefahren hier, nach dieser technischen Unterbrechung direkt Gas zu geben. Denn... Pentasports war auf dem B-Spot eigentlich gut aufgestellt. Ich nehme an, Envias hat gedacht, dass der A-Spot mit vielen Spielern gedeckt wird.
damit einfach, weil Envy vielleicht so einen schnellen Argo wieder hinlegt, der bisher besser funktioniert hat als das B-Spiel von den Franzosen. Penta muss jetzt aber richtig aufpassen. Das Geld passt nicht ganz, also es passt für gute Waffen in dieser Runde. Wenn sie jetzt nochmal resettet werden, kommt Envy ganz nah dran. Dann ist sogar die Möglichkeit für den Ausgleich da. Aber das dürfte dann nochmal über eine Waffenrunde entschieden werden. Diesmal wieder Fokus auf den A-Spot. Envy, ja, nimmt die Mitte ein. Das ist der Moment, wo sie wieder drei Spieler von Pentasports auf dem A-Spot haben. Mal sehen, ob Envy es dann einfach wieder auf den B-Spot drauf geht. Es könnte exakt die gleiche Runde werden. Crystal hat ein bisschen länger am Seitengang durchgehalten, wollte Innocent unterstützen. Schöner erster Shot von ihm. Guckt noch zur Seite, der kriegt auch noch Scream. Sixer verschießt und jetzt weiß er, dass er rumziehen kann, aber Sixer macht es einfach mit der Glock. Jetzt in der Mitte noch der Fight gegen Happy. Da hat sich Sunny mit der UMP angelegt. Crystal steht mit der AWP noch hinten auf dem Spot. Ich meine, da kann er viel Schaden machen. Da ist auch noch ein Molotow übrigens. Kann also sein Happy mollied Crystal aus der Ecke hier raus. Da muss Crystal drauf spekulieren, dass der Molotow hinten links in die Ecke reinfliegt. Also ein Happy ist die Rampe hoch. Crystal ist immer noch alleine. Keine Smoke, doch ist noch eine Smoke bei Sixer. Der könnte also den Connector nochmal nachsmoken. Der steht an Alang, kommt jetzt... Oh, der hat nochmal gesmoked mit einem Fixpunkt. Der Molotow ist allerdings raus, das heißt, Crystal kann an der Posi stehen bleiben. Ihm fehlt das Backup. Crystal jetzt im Duell gegen Sixer, da war kein Anschuss. Er weiß, dass APK da kommt, der holt erstmal APK. Der Spieler von der Seite, und er hat gerade auch Happy ansagen können. Verrät sich dann nur kurz. Crystal auch mit dem Kill gegen Happy. Jetzt nur noch Sixer, der ist direkt am Spot. 14 HP. Versucht die Smoke zu umlaufen. Ganz interessanter Laufweg. Aber wenn er hier runterdroppt, dann wird er gehört. Und Crystal, ich nehme an, er hat das jetzt auf dem Schirm, steht oben auf dem Baum. Die USP in der Hand, 3 Sekunden, und da geht kein Plant mehr durch. Die Runde ist vorbei. Und jetzt Sixer noch nach der Zeit holen. Und jawohl, Crystal macht auch den. Crystal, der deutsche Junge im Lineup von Pentasports, holt hier den Map Point. Und Envias, die haben verdammt nochmal kein Geld. Envy geht nochmal in eine taktische Pause. Das müsste die letzte taktische Pause von Envy sein. Und jetzt sind... Jetzt gibt's hier 4 Map Points. Jetzt sind alle Dämme gebrochen. Das ist eigentlich die Runde, die es sein muss. Envy darf das hier nicht holen. Dann riecht es halt echt nach Overtime. Aber diese technische Pause scheint Envias wirklich mehr aus dem Konzept gebracht zu haben als Pentasports. Auch wenn es jetzt nicht übermäßig lang war, kann das so ein Spiel trotzdem beeinflussen. So, und ja, das ist direkt mal mit 4 Leuten Richtung Seitengang. Innocent hat das wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, die eine Flash kam nicht richtig an. Er war eine Zeit lang alleine, hat jetzt wieder ein bisschen Backup von Crystal. Und die pushen den Seitengang durch. Oh, und Innocent, die HE nicht rausgedrückt, aber die eine Flash, das war eine Team-Flash. Innocent mit 2, Crystal hat auch noch einen gemacht. Scream muss jetzt hier ein paar Deagle-Shots zeigen. Crystal unter Druck, weil er die Mitte vergessen hat. P250, wieder so eine Team-Flash, so wie es aussieht. Und jetzt hat Crystal das Problem, dass auch er von Scream geholt wird. Aber das Zeitfenster hat man bei Penta ausgenutzt, um 10 hinter den Van zu bekommen. Nur hat Scream eine AWP sich gesichert, die von Crystal. Hat Penta vielleicht ein bisschen viel gefightet und so die Runde nochmal holbar gemacht für Envias. Und die Bombe rotiert jetzt alleine auf den B-Spot. Auch Pentasport hat sich aufgeteilt. Wir haben 2 One-on-One-Duelle, wenn ihr oben auf die Karte schaut. Scream fängt an abzulenken. Das macht er nur mit der HE. Es ging wohl um Timing bei der ganzen Aktion. Und jetzt bleiben sie noch eine Zeit lang ruhig auf B, aber da war ein Step. Das hat HS gehört. Aber den Dropper kommt nichts. Er schaut immer wieder in alle Richtungen. Bisschen unangenehm für ihn, weil er eigentlich in 360 Grad Gegner erwarten muss. Auch der Step kam nicht über den Dropper. Trotzdem kann er hier abwarten. Und er hat den Zoom gehört. Und warum holt er denn jetzt nicht Crystal, holt er nicht 10 rüber? HS will es wohl alleine ausspielen. Und ein guter Winkel. Aber er kriegt den Anschuss und wird von Scream auch noch geholt. Der macht seinen 4. Frag. Und 10 ist im Klatsch.
Er hat noch alles an Granaten. Happy ist jetzt aber vorne in den Dropper reingekommen. Scream bleibt da hinten natürlich stehen. Die HE wird da abbekommen. Happy fällt. Scream low HP. Nochmal ein Hit durch die Wand. Und Scream hat aber den Vorteil. Jetzt kommt nochmal der Molotow rein. Flash in die Ecke. Scream bekommt die ab und 10 macht es. Der klatscht das 1-2. Der Sieg auf Map Nummer 1 für Pentasports. Scream hätte hier acen müssen, um Envias im Spiel zu halten. Am Ende war es das 1-2 von 10, das den Unterschied gemacht hat. Und eine starke Performance auf dem A-Spot von Crystal, die er in der Runde zwar nicht wiederholen konnte, aber in einer wichtigen Runde, da hat er gezeigt, was in ihm steckt. Ja, und damit ist man ganz nah dran am Offline-Qualifier zum PGL Major.